Publikumsandrang im Audimax der Montanuni Leoben ist an diesem Abend beachtlich. Rund 300 Jungunternehmer und Studierende sind gekommen und alles wartet voller Spannung auf ihn. Dirk Schmidt, derzeit einer der gefragtesten Motivationsexperten im deutschen Sprachraum und Dauergast in diversen TV-Shows. Auf Einladung der jungen Wirtschaft Steiermark soll der Star-Motivator, der unter anderem eine ganze Reihe von Spitzensportlern betreut, heute Abend den heimischen Jungunternehmern und Studierenden Tricks und Denkstrategien zur erfolgreichen Selbstmotivation schmackhaft machen, ganz im Sinne der Organisatoren. Die junge Wirtschaft motiviert natürlich das Unternehmertum. Für uns ist es immer wichtig, die Ziele im Auge zu behalten und die richtigen Schritte in die richtige Richtung zu tun. Und das hat natürlich immer wieder Auf und Abs und deswegen wollen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren. Motivation ist ein ganz großes Thema für Unternehmer, natürlich auch besonders für junge Unternehmer, die vielleicht manchmal so manche Durststrecke auch erleben müssen. Wir sind täglich mit Prüfungssituationen und Lernmotivation beschäftigt und müssen uns jeden Tag wieder aufs Neue motivieren. Und dementsprechend schauen wir diesem Vortrag heute schon alle sehr gespannt entgegen. Es folgt noch eine kurze offizielle Vorstellung des neuen Teams der jungen Wirtschaft Leoben, das für die Organisation verantwortlich zeichnet. Dann geht es für die Besucher in medias res. Schon nach wenigen Minuten auf der Bühne hat der Star-Motivator das Publikum mit seiner oft sehr persönlichen, direkten Art in den Bann gezogen. Lektion Nummer 1: Motivation und Erfolg beginnen immer mit dem richtigen Denken. Alles entscheidet sich hier oben. Deshalb heißt mein Vortrag auch: Gewonnen wird im Kopf. Und die Sportler sagen auch: Dirk, das stimmt 100%. Nur die Niederlagen, die entstehen auch hier oben. Also müssen wir, wenn wir das Verhalten verändern wollen, auch hier oben anfangen. Weil es beginnt alles mit unseren Gedanken und mit meiner Einstellung, die ich zu den Dingen habe. Fleiß, Ausdauer und das schriftliche Festhalten der eigenen Ziele gehören zwar zum Erfolg unbedingt dazu, betont der Motivationsexperte, doch wirklich sinnvoll eingesetzt seien sie erst, wenn man genau weiß, was man will und vor allem, wenn man, Lektion Nummer 2, das eigene Talent entdeckt hat. Viele Menschen machen etwas, was sie gar nicht gerne tun. Und dann daraus eine positive Motivation zu entwickeln, ist natürlich eine Kunst, weil das ist fast unmöglich. Da gibt es dann externe Motivatoren wie Geld, wie Incentive, wie Boni, die uns dann antreiben. Aber die größte Motivation, die der Mensch haben kann, sein Ding gefunden zu haben. Doch auch wenn man endlich sein Ding gefunden hat, bedeutet das nicht, dass man nicht immer wieder mit Rückschlägen und Niederlagen konfrontiert ist. Und da kommt Schmidts Lektion Nummer 3 ins Spiel: Eigenverantwortung. Und da unterscheiden sich die Loser von den Gewinnern. Die einen, die Loser, geben immer den Rahmenbedingungen die Gründe. Die sagen, oh, der Wettbewerb, der Markt, die Politik und sind immer die anderen schuld. Und die anderen sagen, okay, es ist spannend im Moment, aber was kann ich tun, um das Ding zu lösen? Anhand seiner persönlichen Entwicklung vom Faultier zum Marathonläufer schildert der Motivator dann die Bedeutung des Glaubens an sich selbst und beweist dem staunenden Publikum mit einigen Praxisübungen, was ein veränderter Geist in Bezug auf den Körper alles ausrichten kann. Und Lektion Nummer 4, dass es in Sachen Motivation nicht in erster Linie um das Messen mit anderen geht. Ich sage auch immer zu den jungen Unternehmern: Vergleich dich nie mit anderen. Und renn kein Rennen gegen andere, gewinn das Rennen gegen dich, das ist die Kunst im Leben. Dirk Schmidt hat das heutige Rennen gegen sich selbst jedenfalls gut bewältigt und erntet am Ende des rund eineinhalbstündigen Vortrags tosenden Applaus. Sehr interessant sind einige Dinge, die man im Prinzip selber dann auch umsetzen sollte. Ja? Nimmst du wirklich was mit von der Sache heute? Ja, ich habe vormorgen laufen zu gehen in der Früh. Nein, schon, auf alle Fälle. Also es war beeindruckend und mit so einer Begeisterung. Sehr interessanter Vortrag und ja, jetzt gehe ich gleich mit ein bisschen mehr Motivation heim und lerne für die Prüfungen morgen. Mit einem reichlichen Buffet und angeregten Diskussionen klingt dann ein Abend aus, der den Besuchern und der jungen Wirtschaft Steiermark wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.